So, meine Freunde, willkommen zurück aus Fennac, aus der Prima Arena. Und heute, erstmal die Kappe richten. Heute wollen wir endlich mal ein bisschen näher in die Prima Arena reinschauen und vor allen Dingen den letzten dieser Fake Primus besiegen, damit wir diesen Aufzug da hinten nehmen können. Du bist gut, du weißt, dass ich der echte Primus bin. Wie bitte? Du fragst dich, ob ich auch eine Fälschung bin? Na gut, du hast recht, ich bin ein echter Primus-Imitator. Das ist der letzte von den Brüdern, oder? Nee, das ist nicht mal der letzte von den Brüdern, okay? Selbst Primus waren die Hände gebunden, als wir ihm die Geiseln zeigten. Und jetzt ist er ganz braver Gefangener wie der Bürgermeister und all die anderen in der Trainingshalle der Prima-Arena. Wenn du sie befreien willst, musst du erstmal an mir vorbei. Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil wir haben ja von den Brüdern nur 5 gesehen. Ich hab nur 5 von den 6 Brüdern gesehen. Wo ist denn jetzt der 6.? Habe ich den übersehen, Leute? Habe ich den 6. Bruder übersehen? Und wenn ja, wo ist er? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß es nicht. Ihr müsst mir in die Kommentare schreiben. Ich will den jetzt auch nicht übersehen, weil ich habe jetzt schon 5 von denen besiegt. Jetzt will ich den letzten auch noch finden. Das wäre jetzt ja schade, wenn ich den jetzt wirklich tatsächlich nicht machen kann oder so. Also ich finde es jetzt wirklich schade. Deswegen lasst uns das bloß nicht so weit kommen. Und oh, da kommt der Mogelhieb. Ah, das ist doof. Mogelhieb, ja, in Doppelkämpfen ein ultra starker Angriff. Ganz nebenbei, ja. Einfach mal die komplette Runde eines Gegners rauben, ja, strategisch planen, wenn er jetzt zum Beispiel mit einem Pokémon den Schutzschild benutzt, ja, dass er ahnen, ja, und dann halt auf das Pokémon, was nicht Schutzschild benutzt, erstmal den Mogelhieb drücken und dann irgendwie einen Free-Hit mit dem zweiten Pokémon, das man hat, rausbekommen oder einen Free-Move, ohne dass der Gegner da irgendwie entsprechend reagieren kann. Also, es ist ein sehr, sehr starker Angriff, ne, kann man hier wirklich nicht anders sagen. Und ich bin, was das Level angeht, ganz nebenbei jetzt mal wieder ein bisschen weit drüben. Und ey komm, Kollege, was soll denn der Scheiß, ja? Können wir hier nicht mit fairen Mitteln kämpfen, ja? Muss es denn jedes Mal aufs Neue hier irgendwie Doppelteam sein? Ich dachte, ich habe Shiny Gold X hinter mir. Kennt ihr noch Pokémon Shiny Gold X, ja? Von mir auch liebevoll der Doppelteam-Hack genannt, weil jeder Kampf, jeder irgendwie bisschen härtere Kampf gegen Arenaleiter und so weiter, dort war immer einer oder irgendein Typ involviert, der dann mit seinem Pokémon Doppelteam benutzt hat, ja? Und das hat den Hack dann in Anführungszeichen schwer gemacht, ja? Weil auf einmal RNG dabei war. Nee, Leute, also schreibt euch das hinter die Ohren, wenn ihr einen eigenen Hack erstellt, eine eigene Modifikation. Bitte nicht auf Doppelteam greifen. Oh, Mauzi, ist das ein Krypto? Wow, Krypto Mauzi, ist das männlich? Ich weiß gar nicht, ob es männlich ist. Weil wenn es männlich ist, habe ich einen perfekten Namen dafür, ja? Aber bis wir das erlöst haben, dauert das eh noch ein bisschen. Deswegen kein Problem. Ich hoffe einfach erstmal, dass das männlich ist und dann passt das. Ich schaue ja gerade die alten Dragon Ball Folgen und wisst ihr, wie Son Goku jetzt machen würde? Der würde den jetzt erstmal in den Schritt fassen. Dann wird der sagen, oh, du bist ein Junge, du bist ein Mädchen. Ja, das ist Dragon Ball Humor. Ich weiß, es ist stumpf, es ist dumm, aber ich mag ihn. Ja, es ist halt Dragon Ball Humor. Okay, wie kriege ich das Ding jetzt am besten geschwächt? Ich habe keine Ahnung. Ich benutze mal Charme hier und dann hier Body Slam? Sollte ja funktionieren. Aber wo ist denn jetzt der letzte der Brüder? Ist der auch irgendwo da unten? Der muss eigentlich irgendwo draußen sein. Die haben ja auch draußen gezählt. Aber ich finde den draußen nicht. Wo ist denn der? Versteckt er sich da hinter einer Wand oder so? Ich möchte jetzt nämlich auch noch dieses Gebiet abschließen, ohne dass ich das dann abgecheckt habe. Das wäre ja auch irgendwie kacke, ne? Finde ich jedenfalls. Okay, ich fange schon mal an, hier einen Ball zu werfen. Ja, obwohl das Ding noch gar nicht so hart geschwächt ist. Und ich benutze nochmal Body Slam. Ja, in der Hoffnung, dass er dann vielleicht ein bisschen Schaden macht, ja. Und das Ding bloß nicht besiegt. Oder es bleibt jetzt direkt im Ball drin. Wenn es jetzt alternativ direkt im Ball drin bleibt, ist auch nice. Sehr gut, ja. Also ich will mich noch nicht beschweren. Das mit den Fängen klappt ja bis jetzt hier in dem Game ganz toll. Es gab wenig Pokémon, die sich irgendwie widersetzt haben. Erko! Mist, ich hab's vermasselt. Ja, das hast du in der Tat. Okay, wo ist denn jetzt... Also ich werde einmal noch durch die Stadt laufen, ja? Tut mir leid, Kindchen. Aber mich zu besiegen hilft dir leider gar nichts. Du brauchst die Liftkarte, um in die Trainingshalle zu kommen. Und irgendwie traut mir echt keiner. Deshalb habe ich auch keine Schlüsselkarte. Aber du hast die auch jetzt bestimmt gedroppt oder so. Die ist ja echt nichts. What the fuck? Okay, was machen wir jetzt hier? Vielleicht reden wir mit dieser Geisel. Du bist doch eine Geisel, oder? Ich hatte einen Albtraum. Das ist doch nur ein böser Traum, nicht? Nee, eigentlich nicht, aber... Ich suche gerade nach einer Liftkarte. Ist sie vielleicht hier irgendwo weiter hinten? Vielleicht hier im Wasser? Wäre ja auch zu...
zu gut. Immer schön die Augen aufhalten, weil so solche Dinger, die dann irgendwie am Boden leuchten, die übersieht man gerne. Die Liftkarte steckt nicht im Schlitz. Ah, okay, das ist natürlich jetzt blöd. Das heißt, ich muss hier raus. Vielleicht hat sie dann tatsächlich der letzte der Brüder. Hat der Junge sie vielleicht? Ey, Junge, hast du sie? Machst du Witze? Ein Fremder hat für sich mit Primus ausgegeben? Da muss der Typ, der zum Stadion rannte, eine Fälschung gewesen sein. Okay, danke für den Tipp, Bro. Ja, danke, danke, danke. Was macht der alte Mann hier? Pah, ich fürchte, die Katze ist aus dem Sack. Wir wollten so lange unbemerkt bleiben, bis unsere Bergungsaktion beendet ist, aber ich denke, dazu ist es jetzt zu spät. Ups, sagte ich, Bergungsaktion. Ach, vergiss das schnell wieder. Das hat dich nicht zu interessieren. Leute, könnt ihr mal ein paar Folgen zurückspulen? Ja, und in dem Moment, in dem ich realisiert habe, dass hier Team Krypto schon zugeschlagen hat, war ich nicht die Person, die dann gesagt hat, ey, man kann doch dieses alte verlassene Stadion prima als Versteck einer bösen Bande oder bösen Organisation nutzen. Thinking. Ich glaube, ich habe das wirklich 1:1 genauso gesagt. Vielleicht nicht in dem Wortton, aber so ähnlich hatte ich es formuliert. Ah, und jetzt haben wir hier wieder den mächtigen Mogelhieb. Schon wieder auf ein Hundemon? Ach, come on, man. Das ist... Ah, Mogelhieb ist stark, wie gesagt, in Doppelkämpfen. Und ich habe leider nicht Zugriff zu so einem Angriff. Wenn ich Zugriff zu so einem Angriff wie Mogelhieb hätte, dann würde ich den natürlich auch benutzen. Habe ich leider nicht. Ja, habe ich leider nicht. Und das ist nicht gut. So, Feuerwirbel. Geht daneben? Nein, das sieht man aber auch selten, dass die KI so reinscheißt. Das ist, selten der Fall, sag ich mal, ja. Sehr, sehr selten der Fall. So, hauen wir erstmal ein Biss hier raus. Wobei, warum Biss? Warum Biss? Bin ich drunk? Warum habe ich nicht Glut benutzt? Ich habe doch vorher schon Glut benutzt. Okay, vergiss das, was ich gesagt habe. Ich bin irgendwie heute auch nicht ganz, ja, auf dem aufsteigenden Ast, wenn man das so sagen darf. Gräbt sich ein. Oh nein. Oh nein, wenn der Hundemon hittet, dann ist mein Hundemon tot. Okay. Okay, also mit Schaufel, jetzt nicht mit Body Slam. Body Slam kann aber parallel. Das war ein Witz, ne? Das war ein Witz. Komm, Olli, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß hier. Immer diese Leute, die am Stallen sind. Aber Kurtel sieht hier echt gut aus. Ja, also die Animationen von Kurtel, die sind echt nicht schlecht. Die gefallen mir sehr, 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 sehr gut. Oh, ich habe überlebt. Tina hat überlebt. Tina ist echt ein Monster hin und wieder. Überrascht mich das eigentlich nicht. Aber gut. So, bis auf Gürtel. Jetzt ist das Gürtel auch down. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es vielleicht ein Krypto-Gürtel ist, weil wir Gürtel auch noch nicht hatten. Und manchmal packt man halt diese besonderen Pokémon dann eher hier rein, ne? Aber ja, ich will mich ja nicht beschweren. Baumwollsaat! Nee, Baumwollsaat, die geht nichts, ja? Kein guter Angriff. Halbiert die Initiative des Ziels. Oh, Baby! Oh, Baby, here we go. Ein Krypto-Quieke. Ja. Dann wechsle ich mal hier den Slot raus. Und zwar auf... hätte ich jetzt... Ja doch, das ist okay. Hab ich gerade mit Donnerschock Planas angegriffen. Was mache ich denn? Warum gehe ich nicht mit Body Slam da drauf? Body Slam garantiert mir nämlich im World KO, während Donnerblitz dann hin und wieder sogar schon auf der Kippe stehen kann. Es reicht wahrscheinlich trotzdem aus, aber es ist trotzdem schlecht gespielt. Ich bin nicht ganz wach heute, Leute. Ich bin nicht ganz wach. Also, nee, so geht das nicht. Ich muss mich da ein bisschen besser konzentrieren. Focus, Reggie. Focus. Aber das ist der Mikrofon heil. Okay. Kryptowelle hin, Kryptowelle her. I don't care. So, wie kriege ich das Quiekel jetzt am besten angehittet? Okay, ich rufe G-Bear. Und greife Quieke mit einem Body Slam an. Okay. Ich glaube, das sollte doch, glaube ich, mit am besten sein. Wenn ich jetzt hier das Quieke auf gelb ungefähr runterkicke und ich das dann auch noch paralysiert bekomme. Ja, das war knapp. Das war ziemlich knapp, muss ich jetzt mal hier sagen. Es war. Ein bisschen kritisch, aber es ging ja nochmal gut. Er ist locker nur 2-3 KP, was ist hier los? Also die Göttin, ja, des Glücks in Sachen Pokémon. Wer ist das? Wer wäre das? Das wäre nicht Fortuna, das wäre... Gibt es da irgendwie so aus einer Art, die Göttin des Glücks in der Pokémon-Welt? Fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein. Wahrscheinlich wäre es auch Fortuna, keine Ahnung. Düsseldorf? Nee, das nicht. Alright, so. Greg heißt der sogar. Greg? Greg?
Macht der Typ etwa seinen Greckum gerade? Oh Mann. Der Pokulat-Sensor meldet sich. Alright, Pokulat-Sensor meldet sich. Da werden wir definitiv jetzt fix mal vorbeischauen. Ich meine, ich bin ja noch nicht irgendwie im Stadion oder so drin. Und ich wollte ja noch ein paar Pokémon fangen. Weil ihr wünscht euch das ja auch, dass ich dann hin und wieder da mal reingehe und dann so mal gucke, was da gerade Sache ist. So, ganz nebenbei, ich habe immer noch die Hoffnung, dass der letzte Primus vielleicht im Stadion ist. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich auf Nein gedrückt habe, aber okay. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum... Nee, ich habe nichts gesagt. Das war jetzt gerade einfach nur selbstverschuldet. Ich habe 2 Euro aufs Bett geklickt. Okay, Leute, Fail fischt mich nicht. Alles gut, ja? Stopp. Genau, ich wollte nämlich jetzt ins PDA. Pokéblatt-Sensor. Welcher meldet sich gerade? Der in der Höhle meldet sich, ne? Okay, dann auf geht's in die Höhle. Komm. Was gab's in der Höhle? Knackleon gab's, glaube ich, in der Höhle, ne? Aber es gibt, glaube ich, 1 von 3 verschiedenen Pokémon pro Platz. 3 in der Oase habe ich, glaube ich, schon. Das heißt, Oase ist jetzt abgeschlossen. Stolunia. Wow! Wie geil ist das denn? Ein Stolunio auf Level 12 zwar erst, aber hey, egal. Trotzdem ist es nice. Cool, Stolunio. Ich glaube, der Bai, der will das nicht haben. Der, wie heißt der? Wie heißt der Typ, Mann? Wie heißt der? Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Kann ich von Grant eigentlich auch nur 3 Pokémon bekommen? Ich kann von Grant doch bestimmt auch nur 3 Pokémon bekommen. Der will doch jetzt bestimmt noch Knackleon und Felino haben. Und dafür bekomme ich dann random 2 Pokémon. Ich habe nämlich gesagt, dass ich Pech hatte und eine der Nieten bekommen habe. Und zwar in Form von Potrot. No offense. Aber Potrot in so einem Spiel ist halt leider nicht gut. Das ist halt viel zu defensiv. Und das dauert, dann kriegen wir vielleicht 1-2 Folgen mit Potrot in Action pro Part durch. Und das ist doch auch nicht das Wahre. Ja, wir wollen doch ein bisschen Fortschritt machen, ja, ein bisschen Progress. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mit Stolunia machen soll. Vielleicht kann ich Stolunia irgendwie ins Team nehmen. Aber das muss ich auch erstmal wieder hochtrainieren. Das ist ja auf Level 12. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall, yo, Stolunia wurde gefangen. Wollen wir Stolunia einen Namen geben? Ja. Das ist jetzt hier White Eyes. Ne, das ist Blue Eyes. Ja, du bist jetzt einfach der gute alte Blue Eyes. Blue-Eyed, White Dragon? Kennt ihr den noch? Ne, aber das ist kein Dragon. Blue-Eyed White Mineral. Ja, genau. Blue-Eyed White Mineral. Das bist du. Warte mal, wie kriege ich das wieder groß? Ah, okay. Du bist einfach nur Blue-Eyed, ja? Der Blauauge. Ich finde das Coole anscheinend in Stolunia ist ja, dass dann seine Augen so rot werden. So, glaube ich, das Einzige, was sich verändert. Bisschen vielleicht noch die Farbe des Körpers, aber das war's dann auch. Hatte ich hier in der Oase jetzt eigentlich auch schon, in der Wüste meine ich, hatte ich da auch schon irgendwelche Pokesnacks? Ne, hatte ich noch nicht. Habe ich denn noch irgendwelche hier? Oh, ich habe sogar noch ein paar im Inventar. Ja, balle ich hier natürlich auch wieder 10 Stück raus. Easy. Verdoppel einfach die Anzahl der Chancen, dass ich hier coole Pokémon bekomme. Auch wenn ich dann hin und wieder mal rausgerufen werde, aber das ist kein Problem. Das passt schon. So. Ich hoffe nur, die warten dann auch schönartig dort. Okay. Knackleon, Felino. Fehlt nicht mehr viel. Fehlt wirklich nicht mehr viel. Felino dann aus der Wüste. Und dann nehmen wir das schon gerne mit. So. Das verlassene Kolosseum ist es dann wahrscheinlich, oder? Oh. Nicht wirklich. Okay. Nicht verlassen. Was haben wir hier? Ist halt wirklich 1:1 das Kolosseum aus Pokémon Kolosseum. Also das Kolosseum von Fennec. Oh. Was geht hier ab? Oh, hallo Kindchen. Hat dir denn keiner beigebracht, dich rauszuhalten? Okay, du Kryptoknecht. Ja, also Jule. Ich habe keine Ahnung, wen du hier sprichst. Ja, aber das finde ich jetzt gerade schon ein bisschen respektlos von dir. Und Fritzeblitz Perlipper ist eine coole Kombo. Ah, einfach weil die mich sneaken wollen. Ja, die wollen, dass ich Elektroangriff auf Perlipper benutze, damit der Blitzfänger von Voltenso, von Fritzeblitz, Verzeihung, die aufsaugt. Ja, schön sneaky. Ich versuche es aber trotzdem mal in der Hoffnung, dass jetzt ein Biss das Fritzeblitz rausnimmt. Fritzeblitz hält nicht viel aus. Das heißt, wir haben eine gute Chance hier mit Biss. Ja, sag ich ja. Ja, wir haben eine gute Chance, das mit einem Biss rauszunehmen, so dass dann halt unsere kleine Tali unbeschwert auf den Donnerschock gehen kann. Habitat. Das war kein Krypto, oder? Okay, also 3 Krypto-Trainer hintereinander. Ist okay, kein Problem. Also ich will mich da mal nicht drüber beschweren.
Warum Habitak? Warum Habitak? Ich bitte euch. Ich meine, klar, Habitak ist ein geiles Pokémon. Ich finde Habitak richtig geil. Also ohne Scheiß. Habitak ist wirklich spitze. Aber, naja. Trotzdem. Okay, ich wechsle jetzt erstmal Vulpix rein. Und greife hier mit einer Donnerwelle an. So, warum tue ich das? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Donnerwelle jetzt irgendwie, ja, alleine schon ausreicht, um dieses Habitak dann später fangen zu können. Außerdem will ich hier ein bisschen schießen, aber es hat nicht geklappt. Ich wollte nämlich predikten, dass wenn er einen Kryptoangriff benutzt, und zwar auf meinen Hundemon, dass ich dann noch mein eigenes Krypto-Pokémon gehe, das nicht sehr effektiv ist und bla bla bla. Ihr wisst Bescheid. Strategie, ja, bla bla bla. Okay. Das Positive ist aber, wir können jetzt hier versuchen, mit dem Vulpix ein bisschen Schaden zu machen. Falls wir es nicht beim ersten Versuch fangen sollten, was relativ wahrscheinlich ist. Ich meine, es ist paralysiert, es ist bei vollen HP. Aber die Fangrate von Habitak ist zum Glück nicht so hoch. In der Regel reicht es, wenn man die Pokémon dann irgendwie paralysiert oder so und man hat trotzdem dann eine sehr, sehr gute Fangchance und eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Pokémon zu fangen. Klar, Schwächen ist dann noch, immer noch mal viel besser, aber ihr seht, in der Regel reicht es, wenn man so eine Donnerwelle oder so benutzt. Und dann irgendwie einen starken Ball wirft. Das reicht eigentlich, ja. Nur, dass ihr da vielleicht in Zukunft Bescheid wisst. Vielleicht weiß der eine oder andere das nicht, also ich kann es verstehen, ja. Dann wird man damit auch mal konfrontiert. Ach, da kommt direkt der Nächste. Halt dich raus, Kleider, es ist nur zu deinem Besten. Ich kann mich noch nicht mal rühren, Mann, Fabius. Lass ich raten, du hast auch ein Krypto-Pokémon. Yeah. Pokémon XD, aka, wir geben hier in Krypto-Knecht ein Krypto-Pokémon. Was aber verdient werde, ne? Sie heißen ja nicht umsonst Krypto-Knecht. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, Leute. Ist okay. Ich verstehe schon. Okay. Hat er vielleicht kein Krypto-Pokémon? Ach, der hat 100% auch wieder ein Krypto-Pokémon. So, Donnerwelle auf Damienplex, dass wir das Damienplex schon mal relativ erfolgreich aus dem Game nehmen. Bis auf Palim, das reicht natürlich safe aus. Ich sollte vielleicht mal wieder ein paar andere Pokémon benutzen. Ja, ich habe, glaube ich, die letzten Folgen immer die gleichen benutzt. Das ist nicht gut so, ja? Und Slimer. Krypto Slimer? Obviously Krypto Slimer. Ja. Man erkennt das immer, wenn das Pokémon reingewechselt wird, gibt es immer so einen kleinen Leerlauf vor den Krypto-Pokémon. Ja, und wenn es den Leerlauf gibt, ist es halt ein Krypto-Pokémon. Easy peasy, ne? Easy peasy, mag man meinen. Okay, jetzt gibt's erstmal Donnerwellchen auf Damienplexchen. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich vorher Donnerwelle drauf benutzt habe. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Weil ich werde ja sowieso jetzt doppelt targeten. Klar, es kriegt da jetzt vielleicht in der zweiten Runde nicht so viel Schaden raus. Weil es eventuell nicht zum Zug kommt. Eventuell. Und ich kann Paraflinchen, stimmt. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, Leute. Ja, ich habe den eigentlichen Grund raus, warum ich hier jetzt irgendwie auf die Donnerwelle gegangen bin. Ich wollte das nämlich cheesen. Ja, es hat auch tatsächlich geklappt. Ja, eigentlich nicht. Ich habe sowieso getargetet, aber egal. 28 für Hundemon. Und Tali erreicht bald, ihr wisst Bescheid, welches Level. Das gute Level. Okay, es gibt leider die Fesseln auf Tina. Das ist sehr blöd. Ach so, warte mal. Die Krypto-Fesseln gehen auf beide Pokémon. Oh, okay. Ich darf hier nicht angreifen. Ich werfe aber trotzdem schon mal den Ball. Es wird nicht reichen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht reichen wird. Aber es ist Versuch wert und ich kann hier direkt nochmal auf die Donnerwelle gehen. Das sollte eigentlich passen. Vielleicht sogar beim ersten Try. Es ist ein Slimer. Okay, sehr gut. Seht ihr, manchmal klappt das, ja. Vor allen Dingen, wenn das dann so, ich sag mal, schlichte Pokémon sind. Wie Slimer beispielsweise gerade. Das ist ja jetzt, ich weiß, wer Slimers Gefühle verletzt, aber es ist ja nichts Besonderes. Wie Growler oder sowas in der Art. Aber gut. Ich will seine Gefühle nicht verletzen. Wie dem auch sei, es wird Zeit, dass wir mal wieder ein paar andere Pokémon benutzen. Tina und Tali sind ein gutes Team, ich weiß, aber es wird mal wieder Zeit, Poseidon und den G-Ban auszupacken. Okay, wir sind jetzt hier wirklich im Kolosseum. Hier haben wir in Pokémon Kolosseum nämlich auch gekämpft. Als ob. Was? Also ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, wenn ich jetzt schon meinen Poseidon Eisstrahl beibringen kann und das so früh im Game, warum nicht? Sind das denn die alten? Ja, das sind glaube ich wirklich die alten TMs, die man hier früher bekommen hat, wenn man hier gekämpft hat. Ah, nee, nicht wirklich. AP Plus auch nochmal. Okay.
Oh, da ist das Kamerateam. Oh, mit ein paar Krypto-Leuten. Mit ein paar Krypto-Menschen. Ich gehe aber trotzdem nochmal hier erstmal ein bisschen außen rum und versuche ein paar Items zu cheesen. Hier zum Beispiel. Ein Wasserstein. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Man kriegt hier einfach mal komplettes Wasser-Equipment. Das ist das Wasser-Pokémon-Starter-Paket. Okay, ja, wir gehen natürlich hier instant rein. Niemals, ihr bekommt unsere Videoaufnahmen nicht. Das wäre gegen die Pressefreiheit. Für eine Gefangene nimmst du den Mut aber sehr voll, muss ich sagen. Aber diese Videobände dürfen unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit gelangen. Mir wurde der Posten des Ore-Gouverneurs versprochen, von keinem Geringen als Großmeister Phrenos. Du verstehst also sicher, dass die Öffentlichkeit nie erfahren darf, wie ich die Bürger von Fennec wegsperren ließ. Meine blütenweiße Weste darf niemals durch deine schmutzige Verleumdungen befleckt werden. Und jetzt händige uns die Videobänder aus, bitte. Ihre kranken Pläne sind mir doch Schnuppe, aber unterschätzen Sie nie die Macht der freien Presse. UNBS scheut keine Mühen für Wahrheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Ich werde das Sie bekannt machen. Wirklich schade, dass du der Vernunft so wenig zugetan bist. Nun, dann lässt du mir wohl keine Wahl. Hey, du bist doch dieser du bist doch dieser impertinente Bengel. Impertinente Bengel, was ist impertinent? Okay. Der uns ständig in die Quere kommt. Georg, was stehst du da herum? Kümmere dich um diese Nervensäge. Jawohl, Herr Sief. Wie Sie befehlen, Sief? Das ist der Hund von, ach egal. Hey Jungschen, Schluss mit den Spielchen. Das ist der Hund von, Dark Knight Artorias? Sief? Nee, keine Ahnung. Hut und Georock. Alright, nice. Das ist super nice. Wirklich, das ist super, super nice. Gerade das Georock. Das wird jetzt nämlich safe ge-one-shotted von meinem kleinen Poseidon. Soll ich sogar den Eisstrahl benutzen? Na, ich werde auch nicht den Eisstrahl benutzen. Ich habe mir den Eisstrahl natürlich gleich für eine richtig, 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 richtig geile Premiere auf. Ja, die Wagenknarre auf Level... Ist das auf Level 8? 26. Oh, shit. Okay, hier ist natürlich ganz gut, dass ich gerade gewechselt habe, weil mit Tali und Tina wäre ich hier gegen so einen Georock echt aufgeschmissen gewesen. Okay, Schlupfuck, das ist kein Krypto, weil wir schon einen Krypto-Schlupfuck haben. Und die Rückkehr... Wow, dieser Rückkehrschaden, wie geil ist das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Das war ein cleaner One-Shot und ein Europe. Das könnte hingegen tatsächlich jetzt erstmal ein Krypto sein. Und es ist sogar ein Krypto. Krypto, immer schön das R rollen, ihr wisst Bescheid. Und Leute, wie gesagt, ihr schreibt mir bitte, 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 bitte in die Kommentare, wo ich dieses vermaledeite letzte Brüderchen von diesen komischen YMCA-Club da bekommen, ja? Das dürft ihr mir ja, sollt ihr mir vor allen Dingen auch sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, bevor ich es irgendwie vergessen sollte. Okay. Ja, wir werden das Europe safe fangen, klar. Was mich halt noch interessieren würde, ist, ob wir danach gegen diesen komischen Herr Sif-Typen da spielen, ne? Dieser versiffte Typ da. Versifft. Ich komme mal auf Sif. Sif. Sif wahrscheinlich. Sif heißt es, ja, aber nicht Sif. Ich glaube, das ist so einer, der wird sich dann bestimmt künstlich darüber aufregen, dass man ihn Sif nennt. Ich heiße nicht Sif! Ich traue mich und benutze ihn ja nochmal Biss. Auch wenn die Gefahr eines Crits hier ja, mich ein bisschen abschreckt, aber ich kann halt flinchen. Wenn ich jetzt den Flinch bekomme, sparen wir in letzten Endes sogar Zeit. Deswegen, alles gut, Mate! Okay, hau rein, Schlupfuck. Da musst du dein Mundwerk jetzt auch nicht so groß machen, brah. Ich werde jetzt nämlich Balls werfen. Ah, leider keinen Flinch bekommen. Wie hoch ist die Chance bei Biss gewesen? Bei Biss war sie doch sogar schon 30%, ne? Ja, Biss hat, glaube ich, sogar schon eine 30% Chance gehabt. Mindestens 20. Das klappt nämlich sehr, sehr oft mit der mit Biss. Also diese komische Taktik da, die ich da manchmal fahre. So, wir wechseln wieder auf Vulpix. In der Hoffnung, dass wir vielleicht bald mal das Vulpix erweckt kriegen. Und es gibt wieder einen Hyperball auf Europe, 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 Europe. Zack. Ja. Ultra Ball in your face, bitch. Und. Es bleibt drin. Sehr schön. Zack, gefällt mir sehr gut. Okay, Jura wurde gefangen. Und der Georg ist jetzt Georg von gestern. Ach nein! So, jetzt gehen wir zur Seite. Es würde mich interessieren, ob ich jetzt gegen den Steve kämpfen darf oder nicht. Das war erstaunlich. Dieses Filmmaterial ist hochbrisant. Cameron, hast du das im Kasten?
Sorry, aber du kannst doch nicht erwarten, dass ich in so einer brenzligen Situation die Kamera draufhalte. Das darf doch nicht wahr sein. Gerade in so einer Situation muss die Kamera laufen. Kennst du nicht einmal wie ein Journalist denken? Schnitt! Wenn Großmeister Fredos das sehe, wäre er in höchstem Maße verstimmt. Ich kenne keine Gnade. Wer sich mir in den Weg stellt, wird das büßen. Selbst so ein Grünschnabel wie du. Ach, ich muss also tatsächlich gegen diesen versifften Typen kämpfen. Kryptovorstand Sif, alright. Also ich muss gestehen, er sieht ganz cool aus. Weil, naja, von cool kann man da eher weniger reden. Aber er sieht ganz interessant aus. Und er benutzt anscheinend bevorzugt Wasser-Pokémon. Okay. Ich glaube, hier ist eventuell Game Over. Okay, Eisstrahl auf Morlord und Rückkehr auf Morlord. Ich lasse jetzt mal das... Wobei ist das so gut, dass ich das... Ach, ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass ich das außen vor lasse, das Landhorn. Ach du Scheiße, das macht ja gar nichts. Felsgrab. Ah, okay, das ist jetzt in der Tat blöd. Ja, diese Trainer sind dann halt immer ein bisschen stärker als die anderen, das sieht man ja auch. Ich werde jetzt sogar hier auf mein Roselia wechseln. In der Hoffnung, dass mein Roselia jetzt vielleicht schon mal einen Megasauger oder sowas in der Art hat. Okay, es geht glaube ich auf mein, ja. Ah, es ist natürlich ein Crit. Es ist natürlich ein Crit, ja. Wie soll es denn auch anders sein? Boah, das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Das könnten wir verlieren. Das könnten wir wirklich verlieren. Das sieht echt nicht gut. Icy. Oh, als ob du jetzt hier... Ey, wie kann das denn sein? Als ob der das gerochen hätte. Okay, Body Slam auf Landhorn und... Scheiße. Kryptobruch? Ich weiß gar nicht, was Kryptobruch ist, aber... Also der Hard-Counter hat mein Team gerade schon ganz hart. Ich habe halt kein richtig gutes Pflanzen-Pokémon dabei. Vielleicht hätte ich mir ein Pflanzen-Pokémon mitnehmen sollen. Gut, Morlord ist jetzt zumindest besiegt. Zumindest ist Morlord besiegt, ja. Scheiße, ey. Okay, Level of Itali ist auch nicht schlecht. Lunastein. Warum? Es ist Krypto-Lunastein. Oh. Ich brauche die Paralyse. Ich brauche die Paralyse. Tali, bitte. Paralyse. Okay. Dann gibt es jetzt die Donnerwelle auf Lunastein und die Graslöte auf Landhorn. Kryptowetter. Was ist das? Was ist das? Was ist Kryptowetter für ein Angriff? Ich bin überfragt, Leute. Was ist Kryptowetter für ein Angriff? Oh, ich habe echt keine Ahnung, was Kryptowetter für ein Angriff ist. Ist das etwas, was dann irgendwie im zweiten Turn hittet? Okay, egal. Graslöte geht natürlich daneben. Und jetzt ist Roselia im Kontramodus. Ach, der macht, glaube ich, allem Schaden, was... Okay. Ach, er macht allen Nicht-Krypto-Pokémon Schaden, dieses Wetter. Okay, okay. Naja. Es könnte jetzt tatsächlich eine längere Folge werden. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich dachte, das geht relativ schnell jetzt, aber... Okay, ich hole Roselia jetzt erstmal aus dem Krypto-Status raus. Okay. Hat Roselia jetzt vielleicht auch einen neuen Angriff? Jetzt schon? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, ab dem zweiten Balken kommt erst was anderes. Ach, es ist ja nur okay. Ich war gerade so total perplex, warum das mich auf einmal angreifen kann, aber jetzt weiß ich es warum. Es ist ja nur paralysiert. Okay.
Okay, ich muss das Lantern irgendwie aus dem Weg räumen. Das Lantern geht mir richtig auf die Nerven. Okay, Body Slam. Und nochmal Kryptowelle. Fassade. Was? Okay, ciao, Roselia. Ach, warum kannst du denn keinen Pflanzenangriff machen? Und warum musstest du diese Kack-Grasblüte missen? Okay, ich gehe jetzt sogar auf Tina. Okay, ich gehe jetzt sogar auf Tina. Einfach weil er anscheinend keine Wasser-Pokémon benutzt. Also nicht nur Wasser-Pokémon benutzt, sondern alles Mögliche. Jetzt kriege ich die Paralyse, ja? Wo sie mir absolut nichts mehr bringt. Und das Lunastein kommt komplett durch bisher, durch die Paralyse, was auch nicht so schön ist. Boah, es gibt richtig hart aufs Maul gerade. Okay. Ich habe halt die falschen Leads gehabt. Also ich habe mit dem falschen Pokémon gestartet. Oh, warte mal. Okay, ich wollte schon sagen, der G-Bear, der darf jetzt nicht besiegt werden. Ich brauche jetzt ein paar schöne Pulparas auf diesem Lunastein. Okay, bis auf Lantern, damit sollte Lantern jetzt erstmal besiegt sein. Oh, ich hoffe, er bringt jetzt irgendwie zwei Pokémon noch rein, oder seine letzten beiden Pokémon sind Pokémon, die ich relativ einfach besiegen kann. Okay, Level Up für G-Bear, das ist gar nicht mehr so schlecht. Formio. Formio ist gut. Ah, und dieser Lunastein, das kommt die ganze Zeit durch diese Paralyse durch. Das hatte noch keine einzige Fullpara. Und Alter, wie viel Schaden macht das denn? Alter, komm. Das ist doch jetzt ein blöder Witz. Das ist doch jetzt einfach nur ein blöder Witz, ne? Ach, triggert mich das gerade. Ich kann mich weiterheilen, aber ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich dieses Formio aus dem Game bekomme. Ah, es kann sehr, sehr gut sein, dass ich jetzt hier scheitern werde, das erste Mal in dem Let's Play. Ah, okay, ich krieg sogar den Flinch, was sehr, sehr wichtig war. Und ich brauche jetzt eine Fullpara. Eine schöne Fullpara, komm. Eine schöne Fullpara, die jetzt sitzen muss hier. Metang. Metang ist super. Denke ich. Oh, sehr schön. Sehr schön. Das Dunkel lichtet sich. Das ist auch nochmal perfekt. So, jetzt kann ich nämlich hier erstmal meinen G-Bear nochmal heilen, um ein bisschen zu stallen. Und Tina, kann jetzt mit einem Biss auf, mit der Glut auf Metang. Biss ist nicht sehr effektiv. Das ist erst ab der 6. Generation so. Falls jetzt jemand fragt, warum ich jetzt nicht auf Biss gehe. Das ist halt leider nicht so effektiv. Wie schaue ich einen Burn? Schade. Da gibt es jetzt die Metallklaue wahrscheinlich auf G-Bear. Und ich glaube, G-Bear ist jetzt erstmal raus aus dem Game. Oh, Kryptowelle. Okay, das ist gut. Okay, das ist sehr gut. Solange jetzt wieder Kryptowelle kommt, ist das kein Problem. Klar, ich kriege dadurch Schaden und so weiter, aber... Das ist okay. Boah, ey, closes Match. Wirklich, sehr, sehr closes Match. Vor allen Dingen... Ich bin ja jemand, ich hätte diesen Lunastein schon safe rausnehmen können aus dem Game. So ist es nicht, ne? Aber ich wollte das noch nicht. Ja, ich will das Lunastein ja fangen. Und das ist halt auch immer so ein Problem, dass du erstens gewinnst oder dass du irgendwie in Probleme kommst und dass du dann das Krypto-Pokémon des Gegners fängst. Ja, das ist auch so eine Sache. Okay, Metang wird jetzt erstmal hier besiegt. Was sehr, sehr gut für mich ist. Weil jetzt haben wir diese berühmte 2 gegen 1 Situation, einen Doppelkampf. Lunastein kommt leider wieder durch. Und ich glaube, das war's jetzt auch mit meinem G-Bear. Ja. Das Kryptowetter wird leider den G-Bear den Rest geben. Ein paar Minus-Sympathie-Punkte. Es tut mir leid, G-Bear, aber ich konnte es leider nicht vereiteln, mein Freund. So, jetzt muss ich noch diesen Lunastein fangen. Und Lunastein ist nicht gerade ein Pokémon, was man einfach mal so nebenbei fängt. Das kann hin und wieder schon echt rumzicken. Okay. Das heißt, wir werfen die Bälle über den Vulpix-Lord. Das Coole ist, Vulpix kann den stallen. Vulpix resistet nämlich den Krypto-Angriffen.
Ja, und ich greife mit Glut an. Ja, Finte ist mir zu tricky. Wenn ich mit Finte angreife, kann es nämlich sein, dass ich dieses Lunastein vielleicht besiege. Auch wenn es relativ tanky ist, aber ich will es nicht riskieren. Oh, gerade bei Lunastein ist es wichtig, dass es im First Try eventuell drin geblieben wäre. Weil die Fangrate von Lunastein deutlich niedriger ist als bei anderen Pokémon aus der heutigen Episode. Ich traue mich nicht mit Biss anzugreifen. Ich traue mich wirklich nicht mit Biss anzugreifen. Auch wenn es wahrscheinlich ein Bissangriff überlebt, aber ich will nicht, dass all diese Mühe jetzt für die Katze war. Deswegen versuche ich es weiterhin erstmal so. Nein, das ist viel zu riskant. Ich werde es nach und nach jetzt anpoken mit irgendwas. In Ordnung, dass ihr drin bleibt. Please, Lunastein. Die Folge geht schon lange, sehr, sehr, sehr lange. Okay, sehr gut. Glück gehabt. Und damit haben wir sie besiegt. Stellt euch mal vor, dass wir jetzt eine Nuzlocke oder sowas in der Art. Unbelievable, ne? Wäre schon fast wieder alles wieder vorbei. Oh, welche Schmach! Ach, die Pose ist geil. Ich glaube, der hat gedabbt. Das ist der Urvater des Dabs. Wie kann das denn sein? Noch nie bin ich einem so starken Kind begegnet. Aber wie dem auch sei, ich habe Olaf zumindest etwas Zeit verschafft. Die Bergungsaktion, die er leitet, müsste jetzt beendet sein. Für heute ziehen wir uns zurück, aber wir sehen uns wieder. Okay, welche Bergungsaktion? Vielen Dank, du hast unsere Videobänder gerettet und wir haben Bombenmaterial. Ich heiße Laila, wir haben gerade in Fennec recherchiert, als uns Team Krypto gefangen nahm und herbrachte. Aber das ist ein Hoffnungsschimmer, wir haben deinen kolossalen Kampf mitgefilmt. Das haben wir doch, oder? Hehe, aber klar doch, es ist alles im Kasten. Okay, also, nichts wie zurück nach Pyritus, wir müssen das so schnell wie möglich auf Sendung bringen. Man sieht sich und danke nochmal für alles. Laila, warte auf mich! Okay. Ach, und er hat jetzt die Schlüsselkarte gedroppt. Das ist die Schlüsselkarte nach unten, oder? Oh ja, Pokélot-Sensor meldet sich. Sogar zweimal. Alright, werden wir natürlich beides dann machen. Nice, die Liftkarte. So, wir werden zu Anfang der nächsten Folge erstmal ein paar Pokémon fangen. Und zwar im Poképlatz. Am Poképlatz. Ich weiß leider immer noch nicht, wo der letzte Brüder ist. Das dürft ihr mir wie immer in die Kommentare schreiben. Würde mich nämlich sehr interessieren, wo der sich jetzt verkrochen hat. Ist das, wenn ich hier von links reingehe, was anderes? Boah, die Folge wird Überlänge haben. Aber das ist kein Problem, ich hab's verdient. Weil erstens, kurz vorm Urlaub, zweitens, ich habe leider gestern wieder nichts hochgeladen. Ihr habt euch das verdient, also genießt die Folge. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit so einer Folge in Überlänge. Und dann werden wir uns zur nächsten Folge, ja, am Poképlatz erstmal ein paar Pokémon fangen. An den beiden. Ich glaube, in der Oase und in der Wüste müssten jetzt paar Pokémon sein. Und sonst noch irgendetwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war es jetzt erstmal so größtenteils. Okay. So. PDA. Wo sind die? Die sind in der Oase und in der Wüste. Okay. Okay. Werden wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, Leute. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao. Euer Rigi.